halt andere Mundbewegungen, woran du dich halten musst. Du hast mal abgespacete Rollen, sag ich mal, so ein bisschen abgehen, wo du viel schreist und brüllst. Und du hast halt andere Handlungen wie im realen Bereich, auch so abgespacete Sachen oder verrückte Sachen im Anime. Was aber, muss ich sagen, mir total Spaß macht. Also ich spreche total gerne Anime. Ist auch schon relativ lange und würde ich auch immer wieder gerne machen. Also das mache ich immer gerne.